Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie wieder zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal am Montag, den 16. August 2021 begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben und möchten Ihnen heute die folgenden Themen präsentieren. Sport trotz Corona. TC Blau-Weiß freut sich über eine Preisverleihung. Veranstaltungen. Diese Events erwarten Sie in Schönebeck. Und vor der Wende. Wir präsentieren die 70er unserer Elbstadt. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir einmal die Preisverleihung der Aktion Sport trotz Corona begleiten. Diese wurde vom Landessportbund und der AOK Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen, um besondere Tätigkeiten in dieser Branche zu würdigen. Schauen Sie einmal rein, um zu sehen, welcher Sportverein einen Preis gewonnen hat. Sport trotz Corona. Eine Aktion, welche vom Landessportbund Sachsen-Anhalt und der AOK Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen wurde. Die Pandemie war für die 256 Sportvereine im Salzlandkreis keine leichte Zeit und dennoch wurden immer wieder neue Ideen entwickelt, um die Menschen gerade in dieser Zeit zum Sport zu animieren. Dies sollte nun gewürdigt werden. Auf die Aktion konnten sich Vereine bewerben, die zwischen dem 18. März 2020 und dem 30. April 2021 besonderes Engagement für ihre Mitglieder zeigten, angepasste Angebote präsentierten und weiterhin Sporttreibende für das Vereinsleben begeistern konnten. Der TC Blau-Weiß Schönebeck e.V. war einer von 107 Teilnehmern und konnte sich einen Preis verdienen. Vizepräsident Leistungssport im LSB Axel Schmidt und Landesrepräsentant der AOK Henry Sage überreichten am Freitag, den 18. Juni 2021, einen Scheck im Wert von 200 €. Nachwuchskoordinator Marco Bittersmann sieht dies als Wertschätzung für das Engagement der Mitglieder des Vereins. Durch aktive Menschen wie im TC Blau-Weiß Schönebeck e.V. profitiert auch der Landesverband und konnte trotz Corona einen Zuwachs von 3% verzeichnen. Auch Dezernent der Stadt Schönebeck Uwe Scholz betonte nochmals, welch eine wichtige Rolle die Vereine für das Leben in der Stadt spielen. Nachdem der Scheck feierlich überreicht wurde, konnte Axel Schmidt es kaum erwarten, die neue Tenniswand auf dem Vereinsgelände auszutesten. Denn der Vizepräsident des LSB Sachsen-Anhalt hatte bereits von der besonderen Übungsmauer gehört. Während Nachwuchskoordinator Marco Bittersmann die verschiedenen Übungsmodi präsentierte, griff Axel Schmidt beherzt zum Schläger. Wir begeben uns nun auf eine Zeitreise in die 70er unserer Elbstadt. Erhalten Sie einen Einblick in unsere Sendereihe Schönebeck vor der Wende Teil 2, heute mit dem Thema Minibus Paulchen. Zu einem so großen Geburtstag gehören auch große Geschenke. Und diese Geschenke hatten sich die Schönebecker selbst gemacht. Die Traktorenbauer zum Beispiel bauten einen Minibus. Paulchen hieß der prachtvolle Minibus. Ein Geschenk an die 750-jährige Stadt Schönebeck. Der Minibus war viele Jahre im Kreisgebiet auf Tour. Ganz besondere Ausflugsziele waren der Bierer Berg und das Naherholungsgebiet Plötzky-Pretzien. Schulklassen aus Schönebeck nutzten sie gern. Die Gelegenheit, mit Paulchen einen Ausflug zu unternehmen. Aber es gab noch viele weitere Geschenke zum Jubiläum. So der Springbrunnen am Schwanenteich in Salzelmen. Die Schönebecker nennen ihn Pusteblume, da das Wasserspiel in seinem oberen Teil der Pusteblume gleicht. Mehrere hundert Zuschauer waren dabei, als der damalige Genosse Hans Leinung vom Traktorenberg den Springbrunnen den Schönebeckern übergab. Mit viel Fleiß und Ideen haben die Dieselmotorenwerker auf dem Bierer Berg ein Naherholungszentrum geschaffen, das allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bieten sollte. Wir möchten Sie natürlich auch auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem bietet die Kreisvolkshochschule wieder einen Kurs für Kinder an. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Der Kalbenser Frauenchor Intakt hat kürzlich eine Spende in Höhe von 855,50 € an Bürgermeister Sven Hause übergeben. Das Geld soll einmal zum Bau einer Breitwellenrutsche im Schwimmbad Heger beitragen. Eingeworben wurde dieser stattliche Betrag im Rahmen eines Videokonzertes in der St. Stefani-Kirche. Mittlerweile konnte sich der Chor bereits über einige Neuzugänge freuen und weitere neue Gesichter und Stimmen sind jederzeit herzlich willkommen. Mehr dazu erfährt man unter frauenchor-kalbe.de. Im Kunstatelier Malerei, Grafik und Linoldruck der KVHS in Schönebecks Tischlerstraße 13a können Kinder ab 7 Jahre verschiedene künstlerische Techniken kennenlernen. Bei einem Kurs mit insgesamt 7 Veranstaltungen werden sie Freude am Experimentieren und Ausprobieren haben. Mit Acrylfarbe, Pastellkreide, Zeichenstifte, Tusche und Feder und anderen Materialien. Unter fachlicher Anleitung des professionellen Künstlers Jan Focke lernen die Kinder Schritt für Schritt ihre Sinne zu schärfen, Objekte genau zu beobachten und das Gesehene auf Papier oder Leinwand zu übertragen. Kursbeginn ist Freitag, der 3. September 2021. Im 14-tägigen Rhythmus hat das Kunstatelier KVHS dann geöffnet bis Jahresende. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse notwendig. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter kvhs.salzlandkreis.de oder telefonisch unter 03471 68 46 24 110. Der Logowettbewerb des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Schönebeck neigt sich zum Ende. Die Stimmen stehen fest und es wird zur Auszeichnung der ersten 3 Plätze eingeladen. Zusätzlich wird ein Sonderpreis vergeben, dessen Urheber auch eingeladen wird. Genauere Infos werden noch folgen. Auf Platz 3 gewählt wurde Entwurf 3 mit 80 Stimmen. Auf Platz 3 gewählt wurde Entwurf 3 mit 80 Stimmen, auf Platz 2 gewählt wurde Entwurf 1 mit 177 Stimmen und auf Platz 1 gewählt wurde Entwurf 2 mit 514 Stimmen. Am Sonntag, den 26. September 2021, findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Für einen reibungslosen Ablauf dieser Wahl ist die Stadt Schönebeck auf Mithilfe angewiesen. Gesucht werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Bildung der Wahlvorstände. Für die Ausübung dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Wer mindestens 18 Jahre alt ist, in der Bundesrepublik Deutschland, vorzugsweise in der Stadt Schönebeck, den Hauptwohnsitz hat und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erfüllt bereits alle Voraussetzungen, die an Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gestellt werden. Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an das Wahlbüro der Stadt Schönebeck telefonisch unter 03928 71 01 20 oder per E-Mail an wahlamt.sbk@schönebeck-elbe.de. Die Wetterlage des diesjährigen Sommers ist sehr wechselhaft. Daher freuen sich viele Bürger und Gäste über die Möglichkeit, im Gesundheits- und Erholungsbad Solequellbad Salzelmen in der warmen Sohle baden gehen zu können oder das Saunaangebot zu nutzen. Aufgrund vieler Nachfragen, ob es nicht möglich wäre, am Wochenende auch vormittags zum Baden kommen zu können, hat das Team des Soleparks entschieden, die Sonntagsöffnungszeiten den Kundenwünschen anzupassen. Somit wird ab der nächsten Woche erstmals am Sonntag, den 22. August 2021, der Solequell von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet sein. Somit gelten die angezeigten Öffnungszeiten ab der 33. Kalenderwoche. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seinen nächsten Bürgersprechtag am Dienstag, den 17. August 2021 in seinem Dienstzimmer 205 im Rathaus durch. Aus terminlichen Gründen ist dies nur von 13 bis 16 Uhr möglich. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Die Anzahl der gleichzeitig in den Räumen gestatteten Besucherinnen und Besucher ist begrenzt. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. Die Stadt Schönebeck bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Staßfurt einen weiteren Service zur Unterstützung junger Menschen bei der Berufsorientierung an. Nachdem in diesem Jahr erstmalig ein regionaler Ausbildungskatalog erstellt und im Juli kurzfristig mehrere Betriebsbesichtigungen für Schülerinnen und Schüler aus Schönebeck organisiert wurden, wird es mit dem digitalen Studien- und Berufsorientierungstag Esbot im Oktober ein weiteres Angebot geben. Aufgrund der vermutlich unsicheren Corona-Lage im Herbst findet die Messe zum zweiten Mal ausschließlich digital statt. Der digitale Esbot findet über den gesamten Oktober statt und soll vor allem an den Schulen in den Unterricht integriert werden, so Stefan Bayer. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder Laptop, der Zugang zur Webpräsenz kann von fast jedem Endgerät aus erfolgen. Ziel der gemeindeübergreifenden Kooperation ist es, die Unternehmen bei der Besetzung offener Lehrstellen zu unterstützen und die Fachkräfte von morgen im Salzlandkreis zu halten. Im Rahmen der Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel findet die Aktion Gelbes Band in diesem Sommer in zahlreichen Kommunen statt. Auch die Elbe-Stadt Schönebeck beteiligt sich an der Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Obstbaumbesitzerinnen und Besitzer können ihre Bäume in Schönebeck und in den 3 Ortschaften Plötzky-Pretzien und Ranis durch ein gelbes Band kennzeichnen und damit signalisieren, hier darf kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden. Ziel ist es, Obst vor dem Verderb zu retten und damit die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Die gelben Bänder werden kostenfrei gestellt. Interessierte wenden sich an das Sachgebiet Grünflächen unter 03928 710 428. um ihre Bäume und Flächen auf der Homepage der Stadt Schönebeck veröffentlichen zu lassen. Auf der Internetseite der Stadt finden Lehrkräfte, Lehrpersonen, Lehrende, Unterrichtende, Betreuungspersonen und Betreuungspersonal wissenswerte Handreichungen und unterstützende Informationen über den Tierpark Bierer Berg. Sie sind mit ihrer Familie, Kindergruppe oder Schulklasse im Tierpark und möchten die Schönebecker Tierwelt auf dem Bierer Berg auf eigene Faust erkunden? Wie wäre es mit einer Tierrallye oder Geschichtsrallye? Die freundlichen Zootierpflegerinnen und Zootierpfleger haben kurzweilige Fragebögen und Leitfäden zusammengestellt, die sie quer durch den riesigen Tierpark führen. Spannendes und Wissenswertes dazu finden Sie auf der Homepage der Stadt Schönebeck unter Freizeit und Tierpark. Telefonische Bürgersprechstunden finden wieder statt ab 16. August. Darüber informiert der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Salzlandkreises, Thorsten Sielmann. Bürgerinnen und Bürger können wie gewohnt mit den Behindertenbeauftragten direkt ins Gespräch kommen und ihre Anliegen persönlich vortragen. Die nächste Fischerprüfung des Salzlandkreises findet am 25. September um 9 Uhr in der Förderschule Otto Dorn in Bernburg statt. Die künftigen Anglerinnen und Angler können sich wieder von zu Hause aus online zur Prüfung anmelden und so den Weg zur Kreisverwaltung für die Anmeldung ersparen. Unter der Adresse fischerprüfung.salzlandkreis.de ist ein Anmeldeformular auszufüllen. Gegebenenfalls erforderliche Anlagen sind ebenfalls sofort herunterzuladen. Die Teilnehmerzahl ist auf 85 begrenzt. Die Anmeldefrist läuft bis einschließlich 30. August 2021. Die Flohmärkte 2021 in Schönebeck-Bad Salzelmen an der St. Johanneskirche finden am Samstag, den 26. Juni sowie den 31. Juli und den 28. August in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Angeboten und angekauft wird unter anderem alter Hausrat, Spielzeuge, Bücher, technische Geräte oder Bekleidung. Alle aufgeführten Artikel können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. Die erhobenen Standgebühren von 4 € pro Meter werden nur für den Erhalt der Kirche verwendet. Für Kinder ist die Teilnahme am Flohmarkt kostenfrei, wenn sie lediglich eigenes Spielzeug anbieten. Anfragen können Sie telefonisch unter 039291 77 37 3 einreichen. Die Sperrung des Verkehrsknotens Wilhelm-Helge-Straße am Malzmühlenfeld und Gabsner Straße wird bis zum 31. August diesen Jahres verlängert. Grund ist die Verlegung einer Fernwärmetrasse. Auch das Halteverbot in der Straße am Stadtfeld für die Ersatzhaltestelle bleibt bis zum 31. August bestehen. Die Böttcherstraße in Schönebeck wird in der Zeit vom Mittwoch, den 4. August bis Dienstag, den 31. August 2021 im Bereich des Verkehrsknotens Hermannstraße-Maxim-Gorki-Straße voll gesperrt. Aus der Richtung Salzer Straße kommend ist die Straße bis zur Agentur für Arbeit befahrbar. Aus der Richtung Felgelehmner Straße kommend ist die Straße bis zu den Hausnummern 9 bzw. 44 frei. Die Hermannstraße wird zwischen der Republikstraße und Böttcherstraße ebenfalls als Sackgasse ausgewiesen. Eine Wendemöglichkeit für Schwerverkehrsfahrzeuge besteht in den 3 genannten Straßenabschnitten nicht. Aufgrund von Erneuerung der Strom-, Wasser- und Fernwärmeleitungen muss die Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck zwischen den Straßen am Stadtfeld und Rosa-Luxemburg-Straße für den Gesamtverkehr voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt auch für den Fußgängerbereich und dauert bis voraussichtlich 31. August diesen Jahres. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Straße Kunstanger in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum vom 6. September 2021 um 18 Uhr bis 10. September 2021 um 8 Uhr aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang vorgenommen. Die Sperrung betrifft auch den Fußgängerverkehr im Gehwegbereich. Am Montag, den 3. Mai 2021, wird mit dem grundhaften Ausbau der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck begonnen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 6 Monate in Anspruch nehmen. Im Bauzeitraum wird es nicht möglich sein, die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen zu erreichen bzw. zu verlassen. Anlieger werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches zu parken. Die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und die Möglichkeit des Herankommens für Rettungsfahrzeuge werden durchgängig gewährleistet. Die Abfallbehälter sind an den entsprechenden Entsorgungstagen außerhalb des Baubereiches an der Böttcherstraße bzw. am Breiteweg abzustellen. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Dies war auch schon der erste Teil unseres Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Wir legen nun eine kurze Werbepause ein. Bleiben Sie aber dran, denn gleich danach sind wir wieder mit interessanten Themen für Sie da. Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Bei Kils, Ambiente für Tisch und Küche, finden Sie alles von der Geburt über die Einschulung bis hin zur Jugendweihe. Überraschen Sie Ihre Liebsten beispielsweise mit einem niedlichen Kinderbesteck samt persönlicher Gravur. Bis zum 31. August zahlen Sie dafür anstatt 14 € nur 5 €. Und passend dazu bietet Kils auch noch Geschirr aus Bambus, Melanin oder Porzellan an. Ob märchenhaft, verspielt, bunt oder mit lustigen Figuren verziert. Hier ist für jeden etwas dabei. Brotdosen und Trinkflaschen sind der perfekte Begleiter für die Schulzeit. Auch hier finden Sie bei Kils verschiedene Motive, die die Kinderaugen strahlen lassen. Für junge Erwachsene hält das Sortiment ebenso etwas bereit. Witzige Spardosen, Besteck oder den Meck-Eck. Perfekt für den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Kils, Ambiente für Tisch und Küche. Besuchen Sie uns am Markt 5 in Schönebeck. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Teewurst 100 Gramm zu 1,45 €, Knacker 100 Gramm zu 1,20 €, frische Schmorwurst 100 Gramm für 90 Cent und Schweinefilet 100 Gramm für 1,50 €. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Rumbi, Güsten, Förderstedt oder Staßfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die EMS präsentiert Hugh Jackman und Michelle Williams in einer romantischen Story mit Musik, Tanz und Show. The Greatest Showman am 3. September im Kurpark Schönebeck, Bad Salzelmen. Die Fleischerei Brinkmann in Eidfrose begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Montag, den 16. August 2021. Wir begeben uns nun nochmal in die 70er unserer Elbstadt. Lassen Sie sich zurückversetzen, denn wir begleiten nun den 4. Geburtstag des SKAJs. Anlässlich der 10. Weltfestspiele in Berlin im Jahre 1973 präsentierte der Singeclub der Arbeiterjugend Schönebeck, kurz Sky, Ausschnitte aus seinem Festivalprogramm. Ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 71 zum 10. Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 71 Festival. Jeder macht fürs Festival eine extra Sonderschicht. Das, was wir gewöhnlich machen, reicht für diesmal nicht. Jeder macht sich Platz im Garten für ein Blumenbeet, dass er dann mit Nelken auf dem Bahnsteig steht. Ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 zum 10. Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall, Sommer 73 Festival. Die Internationale singt man heute in jedem Land, doch die ist bis zum heutigen Tag nur der Refrain bekannt. Wenn Tausende dann weiter singen, stehst du sprachlos da, in allen Sprachen klingt es bei uns la, la, la. Ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 zum 10. Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 Festival. Zum Festival gehört doch deine kluge Diskussion. Bücher gibt's genug bei uns und lesen kannst du schon. Bei Marx und Lenin steht nicht nur, was gut und böse ist. Da lernst du, wie die Erde zu verändern ist. Ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 zum 10. Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 zum 10. Festival, ja, wir treffen uns auf jeden Fall. Sommer 73 Festival. Das Wort nimmt der Direktor für Technik, Genosse Kohl. Jugendfreunde, liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste, ich begrüße euch heute recht herzlich zu unserer gemeinsamen Geburtstagsfeier mit dem Singeclub der Arbeiterjugend. Besonders begrüße ich den ersten Sekretär der Bezirksleitung der Freien Deutschen Jugend, Genossen Wolfgang Bonat. Des Sekretariats der Kreisleitung der SED Schönebeck, der Sekretär Genossen Günter Block. Der Sekretär der Kreisleitung der Freien Deutschen Jugend Schönebeck, ein Mitglied des Sekretariats der Kreisleitung Genossen Hans Kohl. Sowie den Genossen Winfried Stanislau, Mitglied der zentralen Beratergruppe bei der FDJ Zentralrat. Ich begrüße auch unsere Gäste vom Singeclub aus Leipzig und aus den anderen Singeclubs unseres Bezirkes und insbesondere unsere Geburtstagskinder. Geburtstag, das wissen wir alle, ist ein schöner Anlass zum Feiern. Ist aber auch Anlass zum Nachdenken, zum Rückblick halten auf das Vergangene und Vorschau zu nehmen auf das Zukünftige. Ihr als Single-Club habt 4 Jahre um euer Profil gerungen, habt 4 Jahre gekämpft um den Erfolg, um Erfolg in der Aussage als Agitationsgruppe der Freien Deutschen Jugend und habt gerungen, um euren politischen und künstlerischen Auftrag im Sinne des 8. Parteitages zu erfüllen. Der Erfolg hat eure Bemühungen bestätigt. Der Erfolg ist dokumentiert durch viele Auszeichnungen und durch den Förderungsvertrag vom Zentralrat und durch die Übertragung der Verantwortung als Bezirksleistungszentrum. Auch gewährleistet durch euer persönliches Engagement und dass euch auch die Arbeit im Single-Club große Freude macht. Der Erfolg soll euch nicht stolz werden lassen. Der Erfolg soll euch als Stimuli dienen, um zur weiteren Verbesserung der Arbeit beizutragen, um die Jugend für die Jugend noch wirksamer zu agitieren. Ich möchte mich bedanken für eure 4-jährige, mühevolle Arbeit und euch weiter recht viel Erfolg, Glück und viele neue Ideen in der Arbeit wünschen. Die roten Fahnen wehen, die junge Garde bricht sich Bahn. Nichts kann uns widerstehen, die schale Jugend stürmt voran. Gerecht ist unser Kampf, Genossen, es gilt die Menschheit zu befreien. Ihr Blut ist schon am Weg geflossen, das tut's der Sieg, wird unser sein. Kriegt ihr Herren, ihr preist den Herrn des Kriegs und des Profits. Die junge Garde, zieht durch die Straßen festen Schritts. Die letzte Schlacht, es gilt sie zu schlagen, die junge Garde tritt zum Kampfe an. Ein neuer Morgen fängt an zu tagen, der Zukunft Licht verlöscht uns kein Tyrann. Webt ihr Herren, die junge Garde kommt. Für uns gibt es nur Brüder in Ost und West, in aller Welt. Wir sterben niemals wieder, wo es um Müll geht und um Geld. Genug verdient schon an Kanonen, wer jagt das Pack der Hochfinanz. Dann haben die in Hütten wohnen, in Frieden ungeteilt und ganz. Lebt ihr Herren, ihr preist den Herrn des Kriegs und des Profits. Die junge Garde, zieht durch die Straßen festen Schritts. Die letzte Schlacht, es gilt sie zu schlagen, die junge Garde tritt zum Kampfe an. Ein neuer Morgen fängt an zu tagen, der Zukunft Licht verlöscht uns kein Tyrann. Webt ihr Herren, die junge Garde kommt. Webt ihr Herren, webt ihr Herren, ihr preist den Herrn des Kriegs und des Profits. Die junge Garde, die junge Garde, durch die Straßen festen Schritts. Die letzte Schlacht, es gilt sie zu schlagen, die junge Garde tritt zum Kampfe an. Ein neuer Morgen fängt an zu tagen, Zukunft verlöscht uns kein Tyrann. Webt ihr Herren, webt ihr Herren, die junge Garde. Hack, Hacke, Dicken, Dack, Festival Rock. Hack, Hacke, Dicken, Dack, 1, 2, 3, zum Festival fährt auch der Sky. Und der Letzte, der noch schlief, wird zum Festival aktiv. Mene, Meck, meck, meck. War das nicht ein schöner Gig? Seit 1971 ist er Träger der Arthur-Becker-Medaille. Anerkennung für die zielstrebige, fleißige und erfolgreiche Arbeit in der Singerbewegung. Suchen Sie nach Aktivitäten für Ihre Freizeitgestaltung? Dann sind unsere Veranstaltungstipps aus Schönebeck und der Region genau das Richtige für Sie. Unter anderem findet ein Open-Air-Kino im Kurpark statt. Am Sonntag, den 22. August 2021, findet im Ringheiligtum eine Tai-Chi-Stunde statt. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer ein paar einfache und effektive Übungen, um den stressigen Alltag besser zu bewältigen. Die Anmeldung hierfür ist möglich bis zum 19. August unter kultur@kreis-slk.de. In der Ausstellung Reise durch die Zeit im Stil der alten Meister im Soleturm des Kunsthofs Bad Salzelmen vom 8. August bis zum 3. Oktober 2021 können interessierte Besucher fast 90 Bilder in Öl betrachten. Von denen sind ca. 8 freie Kopien berühmter Meister aus dem Mittelalter. Alle anderen Bilder sind Ideen und Inspirationen der Künstlerin Irina Nicole Giese, die in Realismus, Postrealismus und Impressionismus gemalt sind. Die Ausstellung thematisiert das Ergebnis der Verschiebungen des Vergangenen und des Zukünftigen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist jeweils dienstags bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 18 Uhr. Am 15. August 2021 ist die Künstlerin selbst zugegen. Anlässlich des 160-jährigen Jubiläums von Union 1861 Schönebeck als Rechtsnachfolger der früheren Männerturnvereine MTV Groß-Salze und Schönebeck bietet der Verein allen Sportbegeisterten einen weiteren sportlichen Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte. Ein Sportevent für jedermann, alle Abteilungen des Vereins stellen ihre Sportarten vor, viele Sponsoren sind dabei, ein großes Kinderfest ist im Programm, sowie viele sportliche Auftritte und für das leibliche Wohl wird selbstverständlich auch gesorgt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr im Unionsstadion an der Magdeburger Straße. Der Eintritt ist natürlich kostenfrei. Heike Schmand, Benedikt Döring und Frank Sieweck von den Barbier Heimatfreunden und Michael Pitschka vom Rosenburger Kultur- und Karnevalsverein haben auch in diesen Sommermonaten ihre Narrenkappen gegen Textbücher und Regieanweisungen eingetauscht. Und jetzt fiebern sie der Premiere der Komödie Cash und ewig rauschen die Gelder von Michael Cooney entgegen. Am Sonnabend, den 21. August 2021, ist es um 16 Uhr soweit. Dann heißt es im Schlosspark der Elbestadt Bühne frei für die Inszenierung von Stefan Wapenhans. Dass sich die Komödie am Prinzesschen in den zurückliegenden 8 Jahren zu einem festen Bestandteil des Kulturkalenders entwickelt hat, beweist auch die Tatsache, dass 2 Vorstellungen bereits ausverkauft sind. Doch das muss niemanden verunsichern. Denn für die Aufführungen am 22., 27. und 29. August jeweils ab 16 Uhr gibt es in jedem Fall noch Tickets im Vorverkauf. In Barbie bei Lotto Krabbes, in Kalbe bei Lotto Haupt, in Groß-Rosenburg bei Lotto Ernst, in den Schönebecker Stadtinformationen sowie unter reservix.de. Zum Open-Air-Kultkino auf der Kurparkbühne lädt EMS zum 11. Mal Besucher in den Kurpark ein. Ab 20.30 Uhr wird der Film The Greatest Showman mit der Hauptrolle von Hugh Jackman und Zac Efron präsentiert. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze stehen auf den Sitzbänken vor der Bühne oder mit eigenem Campingstuhl oder Kuscheldecke bereit. Es wird darum gebeten, alle Hygienehinweise zu beachten. Die nächste Yogastunde im Ringheiligtum ist am Sonntag, den 12. September um 9 Uhr geplant. Die Kursgebühr beträgt 14,50 €. Anmeldungen sind bis zum 9. September möglich unter kultur@kreis-slk.de. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Mit wolkigen Aussichten starten wir in die neue Woche. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Der Dienstag erwartet uns mit bedecktem Himmel, die Temperaturwerte bewegen sich zwischen 14 und 20 Grad, es kann windig werden und das Niederschlagsrisiko liegt bei 30%. Mittwochs bleibt der Himmel wieder bewölkt, mit Sonne ist teils zu rechnen. Es wird windig, bleibt dennoch trocken. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 23 Grad. Der Donnerstag wird windig und die Wolkendecke bleibt bedeckt. Die Temperaturwerte erwarten uns bei 16 bis 21 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Bleiben Sie fit und gesund. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und begrüßen Sie dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Ausgabe. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hannah Hartmann.